Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Ninju und heute zeige ich euch, wie ihr einen Alexa Faktenskill programmieren könnt. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich auf einmal mit Alexa-Tutorials anfange, hat das den ganz einfachen Grund, weil ich selber für Alexa programmiere und als ich gelernt habe, das zu programmieren, gab es noch so gut wie gar keine Tutorials dazu und deswegen möchte ich damit jetzt anfangen. Außerdem sind die ganzen Tutorials, die es online gibt, ein bisschen veraltet, also die funktionieren noch, aber es gibt mittlerweile auch neuere Versionen und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Dazu geht ihr am besten erstmal auf developer.amazon.com und klickt dann auf Alexa. Ein weiterer Grund für Alexa zu entwickeln ist hier dieser Banner. Wenn man darauf klickt, kommt man auf eine Seite und hier steht Build Skills and Earn Perks. Was so viel bedeutet, ja, du musst ein paar Skills programmieren und kriegst dafür irgendwelche Preise. Da gibt es immer so Developer-Aktionen. Die dauern einen Monat, beziehungsweise die letzten zwei haben jetzt 2,5 Monate gedauert. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das Amazon-Team das in der Zukunft weiterführen möchte. Auf jeden Fall gibt es immer Aktionen über einen bestimmten Zeitraum. Und in denen hat man Aufgaben und wenn man die erfüllt, bekommt man spezielle Preise. Im Moment ist es so, dass du 2 Alexa-Skills hochladen musst und dir dafür ein bestimmtes Merchandise-Produkt von Alexa aussuchen kannst. Und zwar eins der 3, die ihr hier rechts seht, also entweder eine Flasche, ein Rucksack oder ein Hoodie. Und zusätzlich, wenn einer der beiden Skills mehr als 300 User in den ersten 30 Tagen hat, dann kann man zusätzlich noch einen Echo Dot gewinnen. Wenn wir jetzt mit unserem Skill anfangen wollen, klicken wir oben auf deine Alexa-Konsolen und Skills. Irgendwo auf dem Weg hierhin müsstet ihr euch auch angemeldet haben mit eurem Amazon-Account. Und hier solltet ihr eine Seite sehen, die ähnlich aussieht wie meine. Aber die Liste hier unten sollte leer sein, weil ihr wahrscheinlich noch keine Alexa-Skills programmiert habt. Um einen Skill zu erstellen, klicken wir hier rechts auf Create Skill und geben dort einen Namen rein. Da wir einen Faktenskill programmieren wollen, gibt es, ich würde mal sagen, 2-3 Arten von Faktenskills. Das kann ich euch ja mal zeigen. Mein erster Skill war Erdfakten und der hat einem einfach nur Fakten über die Erde ausgegeben. Dann Tischtennisfakten, das sind so sozusagen Faktenskills, reine Faktenskills. Aber auch diese Witzeskills, die ich hier hochgeladen habe, sind Faktenskills, weil sich ein Faktenskill dadurch auszeichnet, dass du sagst, Alexa, sag mir einen Fakt oder sag mir einen Witz und du bekommst einfach nur eine Antwort zurück, ohne wirklich danach noch weiter mit dem Skill zu interagieren. Das heißt, wir klicken auf Create Skill und können dann einen Witze- oder einen Fakten-Skill machen. Man kann da zum Beispiel Rekorde reinschreiben oder das habe ich auch, verschiedene Witze-Skills. Da müsst ihr kreativ sein und euch irgendwas ausdenken. Wenn ihr euren Skill jetzt zum Beispiel YouTube Fakten nennen wollt, dann muss in Klammern inoffiziell dahinter stehen. Denn YouTube ist eine eingetragene Marke und wenn ihr irgendwelche Marken verwendet wollt, dann muss eben inoffiziell dahinter stehen, so sagen es die Richtlinien von Alexa Skills. Jetzt können wir uns ein Thema aussuchen, über das unser Skill geht. Ich nenne meinen Skill jetzt Beispiel Skill, weil es eben zum Beispiel ist fürs Video, aber ihr solltet euch da einen kreativen Namen aussuchen und auch einen vernünftigen Skill machen. So, dann haben wir hier Custom, das lasst ihr so und hier klickt ihr eben auf das, was neu ist, das ist immer noch in der Beta-Version, klickt hier auf Alexa Hosted und klickt auf Create Skill. Der Unterschied zwischen Alexa Hosted und Provision Your Own liegt einfach dabei, dass man mit dem linken von den beiden, also Provision Your Own, einen AWS-Account braucht und dort den Skill selber hosten muss. Und bei Alexa Hosted wird er sozusagen auf einem eigenen AWS-Account von Amazon gehostet. Und da wir den Skill von Alexa selber hosten lassen, müssen wir auch eine Weile warten, bis dort die sogenannte Lambda-Funktion erstellt wird. Also das ist jetzt geschehen. Und dann haben wir hier oben eine Leiste, die wir sozusagen von links nach rechts abarbeiten. Und wir fangen eben an mit Build. Und gehen hier links dann erstmal auf Invocation. Und hier sehen wir unseren Aufrufnamen. Das ist der Name, der dafür verantwortlich ist,
dass der Skill aktiviert wird. Also in dem Fall wäre es jetzt Alexa aktiviere Beispiel-Skill. Dann haben wir unsere Intents. Da gibt es 4 Standard-Intents von Amazon, die seht ihr hier links. Und den Hello World-Intent, das ist ein Beispiel-Intent. Aber den können wir jetzt löschen, denn für unseren Skill brauchen wir eigentlich gar keinen Intent. Und deswegen klicken wir auf Delete Intent. Damit sind wir theoretisch auch schon bei Build fertig. Klicken wir einmal auf Save Model und dann auf Build Model und können dann weitergehen zu Code. Hier sehen wir dann den Code, aus dem der Skill besteht. Und der ist in JavaScript geschrieben. Falls ihr euch in JavaScript nicht so gut auskennt, ist das kein Problem, denn für Alexa braucht man nicht viele JavaScript-Kenntnisse. Und wenn ihr schon ein bisschen normales Java könnt, dann sollte euch einiges auch bekannt vorkommen. Denn viele Programmiersprachen sind ähnlich. So, als allererst brauchen wir in dem Skill natürlich unsere Fakten oder unsere Witze. Deswegen lege ich ein var, eine Variable, an und nenne die Fakten. Ist gleich, Ecke, Klammern auf. Und dann könnt ihr in Anführungszeichen immer mit Komma getrennt da eure Fakten oder Witze oder was auch immer angeben. Und am Ende davon kommt ein Semikolon hin. Man kann das auch noch so schön eindrücken. Und dann stehen die ganzen Fakten untereinander. Und ich schreibe da jetzt einfach mal rein: Ich bin ein Fakt. Ich bin ein zweiter Fakt. Und was nehmen wir als drittes? Ich mag dich. Das sind zwar jetzt keine richtigen Fakten, aber es dient ja nur zur Symbolisierung. Also ihr schreibt hier dann eure richtigen Fakten rein. Und dann kommen wir schon zum Launch Request Händler. Und hier steht jetzt noch der ganz normale Willkommenstext. Hier schreiben wir einfach rein: Hier ist dein Fakt. Oder hier ist dein Witz. Ihr könnt es auch leer lassen und dann könnt ihr direkt den Witz starten. Und dann wird hier was returned, und zwar gesprochen wird Speech Text. Das ist das hier. Hier fügen wir dann gleich noch den Fakt an. Das Re-Prompt hier, das löschen wir gleich raus, aber das bewirkt einfach nur, dass die Session offen bleibt und der Alexa-Skill, wenn ihr nicht schnell was antwortet, nochmal nachfragt hier, was möchtest du denn jetzt machen? Aber da wir die Session direkt, nachdem wir den Fakt oder den Witz sagen, schließen wollen, brauchen wir das Re-Prompt nicht. Und dann Punkt GetResponse ist einfach nur dafür, dass die Ausgabe gebildet wird. Und ich lege hier noch ein var an. War Fakt. Das ist dann der Fakt, den wir hier bekommen. Und hier müssen wir jetzt einen zufälligen Fakt von dieser Liste rausfiltern. Dafür brauchen wir erstmal eine Random-Methode. Und die kopiere ich mir kurz rein. Das könnt ihr da euch auch immer machen. Also einmal kurz abschreiben und dann habt ihr die selber drin und könnt euch die immer wieder kopieren. Die sieht so aus, von mindestens bis max. War Fakt ist dann Fakten, Ecke, Klammer auf. Rand, normale Klammer auf und dann von 0 bis Fakten.length. So, und dann Semikolon und dann haben wir hier unseren Fakt drin und den können wir hier bei Speak dann einfach plus Fakt angeben und dann sagt er erstmal, hier ist dein Fakt. Und gibt einem dann einen zufälligen Fakt aus der Liste wieder. Was man jetzt noch machen kann, ist Punkt with simple card und dann Klammer auf, Fakt. Und dann bekommt man noch eine sogenannte Karte dazu. Die Karte ist ein grafischer Output und die sieht man nur, wenn man ein Echo Show oder ein Echo Spot benutzt, die ein Display haben, oder wenn ihr den Skill auf eurem Fernseher mit dem Fire TV Stick oder in der Alexa App aufruft, dann seht ihr einen Text dazu, den ihr eben hier in den Klammern angeben könnt. Hier geben wir einfach nur den Fakt an und für normale Echo Dots Plus und die ganzen weiteren Geräte wird das sozusagen ignoriert, denn da kann man eben keine grafische Ausgabe erzeugen. Deswegen könnt ihr das machen, optional, wenn ihr wollt. Dann seht ihr auf euren Displaygeräten auch den Fakt. So, dann haben wir eigentlich den Launch Request Händler fertig und damit auch schon das Schwerste an dem ganzen Skill. Jetzt löschen wir den Hello World Intent Händler, weil den Hello World Intent haben wir eben gelöscht. Dann kommen wir zum Help Intent Händler. Das ist, wenn ich sage, Alexa, frage Beispiel Skill, was jetzt unser Name ist,
nach Hilfe und dann muss da eben gesagt werden, was man machen kann. Und hier sagen wir dann einfach, du kannst sagen und dann Anführungszeichen Alexa starte Beispiel Skill und ich sage dir einen Fakt. So in etwa kann man es machen. Ich setze noch gerne Kommas vor und hinter die Ausgabe, denn durch ein Komma macht Alexa eine kurze Sprechpause und dann sagt sie, du kannst sagen, Alexa starte Beispielskill und ich sage dir einen Fakt. Ansonsten würde sie sagen, du kannst sagen, Alexa starte einen Beispielskill und ich sage dir einen Fakt. Natürlich ohne extra Betonung, deswegen würde sich das nicht abheben und deswegen finde ich die Kommas eigentlich ganz gut. Dann wird das Ganze returned, also die Ausgabe ausgegeben. Und hier löschen wir auch wieder das Reprompt raus, weil wir jetzt nicht fragen, hast du das verstanden oder sonst was. Der sagt das nämlich einfach und dann beendet er die Session. Dann kommen wir zum Cancel and Stop Intent Handler. Das ist, wenn ich jetzt einfach Stopp sage, was eigentlich bei dem Skill nicht der Fall sein kann. Aber wir können trotzdem sagen, bis bald. Dann haben wir den Session Ended Request Handler, den lassen wir einfach genauso wie er ist und das lassen wir theoretisch auch so. Und das letzte, was wir noch machen müssen, ist der Error Handler, der eigentlich, soweit ich weiß, auch nicht getriggert werden kann bei dem Skill. Und da schreiben wir dann einfach rein, sorry, ich habe dich leider nicht verstanden. Und das Reprompt löschen wir auch raus. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Jetzt kommen wir hier zu dem, wo unten die ganzen Händler angegeben werden. Und hier sehen wir einen Fehler, denn den Hello World Intent Händler haben wir gelöscht. Das heißt, wir löschen den auch unten aus der Liste raus. Und jetzt haben wir den Skill schon fertig. Ich klicke einmal auf Save. Und auf Deploy. Ich will es gespeichert und auf den Skill sozusagen angewendet in der AWS-Datenbank. Und dann können wir auf Test gehen und hier unseren Skill testen. Und hier müssen wir erstmal von Off auf Development den Test stellen und dann können wir unseren Skill testen. Hier kann man Eingaben machen, also starte Beispiel Skill. Hier ist dein Fakt, undefined. Oh, jetzt haben wir hier sogar einen Fehler drin. Schaue ich einmal in den Code rein. Fakt ist gleich Fakten. Also man könnte das auch zu einem Const machen. Ist, glaube ich, sogar ein bisschen besser. Random von 0 bis Fakten.length. Überleg gerade, ob es daran liegt, dass das hier nicht Const ist, aber ich weiß es nicht genau. Ich probiere es einfach mal so. Einmal auf Deploy klicken und kurz warten, bis das oben rechts fertig geladen ist. Dann gehe ich nochmal auf Test und sage, indem ich hier mit das Mikrofon gedrückt halte, starte Beispielskill. Hier ist dein Fakt. Ich bin ein zweiter Fakt. Jetzt haben wir hier den zweiten Fakt gehört. Starte Beispielskill. Ah ja, genau. Das Beispielskill muss ich auseinanderschreiben, weil ich den Namen auch so genannt habe. Also so. Hier ist dein Fakt. Ich mag dich. Ihr seht. Ach ja, genau. Schon wieder das Falsche eingegeben. Aber ihr seht, das funktioniert. Da kommt immer ein zufälliger der Fakten aus meiner Liste. Hier ist dein Fakt. Undefined. Und jetzt kriegen wir sogar noch einen Fehler. Das liegt, denke ich, daran. Hier ist ein Fakt. Ich bin ein Fakt. Ich bin ein Fakt hatten wir, ich mag dich hatten wir und ich bin ein zweiter Fakt. Und das liegt, denke ich, daran. Das testen wir kurz. Dass ich hier einen random Fakt von 0 bis Fakten.length hole.
Und Fakten.length wäre jetzt 3. Aber es gibt gar keinen dritten Fakt hier drin in der Liste. Und das wird wahrscheinlich der Fehler sein, deswegen Fakten.length minus 1. Und dann sollte der Fehler nicht mehr auftreten. Probieren wir es mal aus. Hier ist dein Fakt. 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 So. Ich bin ein Fakt. Jetzt hatten wir alle Fakten einmal sozusagen. Beziehungsweise mehrmals. Den zweiten Fakt war jetzt zufälligerweise öfter. Aber Undefined kommt nicht mehr. Das heißt, unser Skill funktioniert. Und falls ihr ein Alexa-Gerät habt, das mit dem gleichen Amazon-Account angemeldet ist, dann könnt ihr den Skill auch schon auf dem Gerät testen. Dafür stelle ich jetzt einmal kurz meinen Echo Dot neben das Mikrofon und schalte den wieder in Zuhörmodus, weil ansonsten wäre der die ganze Zeit gerade angegangen, immer wenn ich Alexa gesagt habe. Alexa, starte Beispiel Skill. Hier ist ein Fakt. Ich bin ein zweiter Fakt. Alexa, starte Beispiel Skill. Hier ist ein Fakt. Ich bin ein Fakt. Wie ihr seht, Alexa hat den Skill direkt aktiviert. Und was ich euch nicht gezeigt habe, ist eben hier die Ausgabe. Ich bin ein Fakt. Und hier könnt ihr auch die verschiedenen Geräte auswählen und nochmal das eingeben. Hier ist ein Fakt. Ich bin ein zweiter Fakt. Und hier seht ihr dann die Ausgabe auf dem jeweiligen Gerät. Eine Sache, die ich jetzt vergessen habe zu erklären, die nicht ganz so wichtig ist. Ihr könnt auch hier bei The Simple Card vorher in Anführungszeichen, beziehungsweise einfache für Anführungszeichen, zum Beispiel den Namen von eurem Skill reinschreiben. Also Beispiel Skill, sagen wir es so, dann klicke ich nochmal auf Deploy. Und wenn das fertig ist, gehen wir wieder in den Test rüber. Und wenn ich jetzt hier wieder Starte Beispiel Skill eingebe. Hier ist ein Fakt, ich bin ein Fakt. Dann seht ihr hier die Ausgabe. Natürlich auch wieder auf verschiedenen Geräten. Hier ist ein Fakt, ich mag dich. Dann seht ihr hier oben den Skillnamen und hier unten den Fakt. Unser Skill funktioniert und ist jetzt fertig fürs Hochladen. Dafür klicken wir auf Distribution und müssen wir hier einiges auswählen. Beispielskill und den Skillnamen. Dann eine kurze Beschreibung von dem Skill und eine detaillierte Beschreibung von dem Skill. Hier könnt ihr einfach nur reinschreiben, wolltest du schon immer interessante Sachen über Punkt, 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 euer Thema wissen. Irgendwie so kann man das da reinschreiben und bei detaillierter Beschreibung würde ich reinschreiben, der Skill gibt dir Fakten von dem und dem Thema an und macht das. Ich schreibe hier meistens aber auch nicht viel mehr rein als in die One-Sentence-Description. Da müsst ihr euch einfach irgendwas ausdenken, was euren Skill beschreibt. Dann kommen wir zu den Example Phrases, also Beispielsätze, die ihr angeben müsst, mindestens einen. Und theoretisch ist das bei uns jetzt auch nur einer. Alexa, starte Beispiel Skill. Das ist alles, denn Intents haben wir nicht. Das heißt, wir können jetzt keinen Intent aufrufen und sagen einfach nur Alexa, starte Beispiel Skill. Und dann kriegen wir unseren Fakt. So, hier müssen wir jetzt Icons hochladen und zwar 108x108 Pixel und 512x512 Pixel. Und falls ihr jetzt nicht gut im Grafikdesign seid, hat Amazon extra dafür einen Icon-Builder erstellt. Den öffnen wir im extra Tab. Ihr gebt einfach ein Alexa Icon-Builder und dann seht ihr hier developer.amazon.com und dann hier Icon-Builder. Ihr könnt auch einfach Alexa Icon-Builder suchen und dann wird euch diese Seite hier angezeigt. Und dann könnt ihr hier unten ein Icon aussuchen aus der Liste, das irgendwie vielleicht mit eurem Skill was zu tun hat. Ich mache jetzt mal ein Herz. Ein Herz sieht gut aus. Könnt ihr das Icon hier verschieben bzw. skalieren. Und auch eine Farbe hier rechts oben auswählen.
Dann könnt ihr auch auswählen Solid Color, also nur eine Farbe oder mit einem Farbverlauf. Das Ding beim Farbverlauf ist, dass ihr immer nur eine Farbe auswählen könnt zu weiß oder so. Dann das Icon wollen wir nicht rotieren, das bleibt so. Der Hintergrund, da können wir jetzt eben auch einen Farbverlauf machen, der ist aber immer von diesem hellblau zu irgendeiner anderen Farbe. Das sieht bei einigen Farben ziemlich scheiße aus. Deswegen empfehle ich hier immer Solid Color. Und hier können wir dann einen entsprechend passenden Hintergrund auswählen. Sag ich mal irgendwie so. Müsst ihr eben machen, wie ihr das wollt, und könnt dann hier eine Border, also den Rand auswählen, wie groß der ist. Ich lasse den mal so und dann auch eine Farbe dazu. Zum Beispiel Rot. Auch mit einem Farbverlauf könnt ihr das hier jetzt machen. Gradient, der ist dann von Schwarz zu der jeweiligen Farbe. Oder wie wir, ach, gerade wähle ich die zweite Farbe aus. Also man kann anscheinend doch die zweite Farbe auswählen. Wie ich das jetzt hinbekommen habe, weiß ich nicht. Aber irgendwie kann man die zweite Farbe auswählen. So, und dann den Icon Shadow, da können wir dann noch auswählen, ob da hier irgendwie sowas im Hintergrund sein soll. Zum Beispiel so. Und dann ist unser Icon fertig, wenn ihr so zufrieden seid. Und dann klickt ihr einfach hier auf Download, kriegt eine ZIP-Datei, die ihr anzeigen könnt und dann auch entpacken könnt. Das mache ich einmal kurz auf dem zweiten Bildschirm. Und hier haben wir jetzt unseren Ordner mit den zwei Bildern, einmal 108 und 512. Und die müssen wir hier jetzt reinziehen. Also 108 oben rein und 512 unten. Und dann seht ihr hier auch schon die Vorschau von dem Icon. Und dann müsst ihr hier weiter unten eine Kategorie auswählen. Da wir einen Faktenskill haben, wähle ich, glaube ich, immer hier Knowledge and Trivia aus. Ich weiß es aber gerade nicht genau. Beziehungsweise ich glaube, ich wähle immer das aus Education and Performance, weil es eben ein Faktenskill ist. Wenn ihr einen Witzskill nehmt, dann müsst ihr hier auch gucken, was am ehesten passt. Und dann könnt ihr hier im nächsten Feld Keywords auswählen, die am ehesten euren Skill beschreiben, also Fakten, dann irgendwelche Wörter, die das Thema umschreiben. Also wenn ihr jetzt Computer habt, dann könnt ihr PC, Computer, Laptop, ich weiß es nicht, also irgendwelche Sachen, die euer Thema beschreiben. Und die zwei Felder hier unten könnt ihr leer lassen. Dann klickt ihr weiter auf Save and Continue und kommt auf die nächste Seite. Hier solltet ihr überall auf Nein klicken. Dann auf hier den Haken rein und in das Feld macht ihr einfach einen Strich. Wenn ihr das durchlesen wollt, macht das kurz. Und dann klicken wir auf Save and Continue. So, dann sind wir hier auf einer weiteren Seite, wo wir eigentlich alles so lassen können. Wir können hier noch Beta-Test aktivieren, was gerade noch nicht geht. Das kommt aber gleich. Klicken wir einmal auf Save and Continue. Und dann kommen wir auf Certification und hier bekommen wir jetzt zwei Fehler, und zwar die Descriptions sind beide fehlend. Die trage ich einmal kurz ein, dass keine Fehler mehr kommen. Schreibe da jetzt einfach Striche rein, weil ich meinen Skill wie gesagt nicht hochlade. Klicke nochmal auf Save and Continue und dann können wir eben hier links auf Availability gehen und Beta-Tests aktivieren. Da können wir dann hier unten E-Mail-Adressen angeben zu entsprechenden Amazon-Konten, und die können dann auch schon bevor der Skill veröffentlicht ist auf den Skill zugreifen und den benutzen und testen. So, wenn ihr das fertig habt, klickt ihr wie gesagt unten auf Save and Continue und kommt auf die Seite, die wir gerade gesehen haben, und hier laufen dann ein paar Tests durch, also der ist fertig, dann noch der Functional Test, der dauert eine Weile, das heißt ich skippe das jetzt einmal kurz. So, und bei mir sind jetzt im Test Fehler aufgekommen, das hatte ich sogar noch nie, aber hier seht ihr, wie ihr euren Skill nicht nennen solltet, also soll nicht Alexa, Echo, Amazon, Skill und App drin vorkommen, und weil in unserem Skill Beispiel Skill eben vorkommt, ist hier der erste Fehler. Dann habe ich eben in die Descriptions Striche reingemacht,
das hier, ne. Deswegen ist das ein Fehler und dann das Sample Utilizes ist dann nochmal hier der Beispielsatz. Warum der jetzt falsch ist, weiß ich nicht. Schau ich mal kurz. Wahrscheinlich auch, weil das Skill drin vorkommt. Starte Beispiel-Skill. Wahrscheinlich liegt das daran. Ich melde mich hier gerade nochmal aus dem Schnitt, denn mir ist aufgefallen, dass ich gerade etwas falsch erklärt habe. Diese Sample Utilizes sind nämlich nicht die Beispielsätze, sondern Aktivierungswörter sozusagen. Wie ihr hier auf der Bildseite seht, ist der Punkt 2 Intent Samples and Slots ausgegraut und der Haken ist auch nicht aktiviert. Und deswegen kam der Fehler zustande. Um den Haken hier auf grün zu stellen, gehen wir zum Beispiel in den Help Intent und tragen da als Beispielsatz, also als Sample Utilize, wo der Fehler lag, Hilfe ein und klicken dann auf Build Model. Und wenn das Ganze fertig ist und wir wieder zurück auf die Seite hier gehen, sehen wir, der Haken ist grün und jetzt können wir den Skill auch veröffentlichen. Auf jeden Fall ist mein Skill jetzt hier in dem Test, ich sag mal, durchgefallen, das heißt, könnte jetzt nicht hochgeladen werden, aber bei euch sollte da kein Fehler drin vorkommen, wenn ihr diese Punkte beachtet habt. Dann könnt ihr auf Submission gehen und klickt auf Submit for Review und dann wird der Skill eingereicht und von einem Amazon-Mitarbeiter getestet. Das dauert normalerweise so ein paar Tage. Wenn die schnell sind, dann dauert das keine 24 Stunden, aber manchmal braucht das ein bisschen und der Skill ist erst nach 3-4 Tagen getestet. Auf jeden Fall, wenn er getestet ist, ist er direkt live und dann sieht das ungefähr so aus wie hier. Zum Beispiel bei Zahlenraten, mein neuester Skill. Da seht ihr einmal den In Development. Dort könnt ihr auf Edit gehen und nochmal den Code bearbeiten. Wenn ihr dann auf den Code hier oben klickt und dann könnt ihr etwas verändern und auf Promote to Live klicken und dann wird das direkt auf den aktuellen Skill übertragen. Das heißt, wenn ihr Fakten nur so hinzufügt, dann wird das eben auf den aktuellen Skill übertragen und der hat direkt die neuen Fakten. Und hier habt ihr dann den Skill, der live ist und hier könnt ihr dann auf Analytics klicken und seht eben so ein paar Daten von dem Skill. Also in den letzten 7 Tagen haben 76 Leute den Skill aktiviert und 58 Leute den Skill genutzt. Und hier könnt ihr noch verschiedene Sachen sehen, welche Intents so oft benutzt wurden. Das ist halt eben am meisten Ja- und Nein-Intent. Und dann noch ein anderer Intent. Bei euch sollte da theoretisch keiner kommen, weil ihr habt kein Ja- und Nein-Intent und der Stop-Intent wird auch nicht wirklich aufgerufen bei eurem Skill. Aber hier sind einfach so ein paar interessante Sachen, die ihr euch angucken könnt. So, wie war es am letzten Tag, wie war es heute? Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und euch auch ein bisschen dazu motivieren, selber Skills zu programmieren. Wenn ihr jetzt nach dem Tutorial selber ein Skill programmiert habt, dann schreibt doch gerne den Namen davon unten in die Kommentare. Und dann würde ich die auch mal aktivieren und selber testen. Und falls ihr jetzt noch wissen wollt, wie ihr hier so Skills wie Zahlenraten oder kleiner oder größer, das sind jetzt meine aktuellsten und aufwendigsten Skills, programmieren könnt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, denn dazu kommen demnächst auch weitere Videos. Wenn dazu schon Videos online sind, dann seht ihr die auf jeden Fall hier in der Endcard irgendwo verlinkt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Und bis dann, haut rein, ciao!